Moin Leute, herzlich willkommen hier bei mir, bei Svenny. Ja, wo sind wir denn hier gelandet? Ich bin hier aus dem Bus rausgeschmissen worden. Naja, das ist ja schon komisch hier, oder? Alles neu hier. Ja, Freunde, wir sind hier auf einer neuen Karte. Ich habe mir gedacht, im 17er habe ich sie nicht gespielt. Und ich habe mir gedacht, hier machen wir mal ein Let's Play drauf auf der Karte, ne? Alles schön tüffig hier. Und hier sind wir auf unserem neuen Hof. Und wo sind wir? Wer ahnt es? Wir sind auf der Stappenbach. Ja, wir haben hier unseren neuen Hof, unseren Wirkungskreis. Ich habe schon mal so ein bisschen Maschinen eingerichtet. Die stelle ich euch mal so eben so ein bisschen vor. Hier haben wir den kleinen Eicher, ne? Mit dem Amazone-Düngerstreuer. Das wird unser kleiner Trecker hier sein auf dem Hof, mit dem wir düngen. Vielleicht spritzen, wenden. Je nachdem, wofür wir ihn brauchen. Hier haben wir Frontlader-Equipment. Hier ist unser Frontlader-Schlepper. Ein schöner Eicher, 2070. Und dann, oh, ich komme hier rein, bin zu dick, ey. Haben wir hier schon ein paar Maschinen. Wer kennt's nicht? Das neue Querneland der Vicon-DLC. Also Jungs, ich muss das unbedingt haben und ausprobieren. Davon haben wir den Wender. Da steht die Querneland-Drille. Dahinter steht die Sämaschine, die Spritze. Und wir haben den Eurobus-Ladewagen hier. Dann haben wir hier den Kuhstall, ne? Ich finde das auch cool hier mit diesem Heuaufzug. Ich weiß gar nicht, wie betätigt man den. Hallo? Kriege ich mal ein Menü. Ich habe gar keine Hut an, deswegen. Da kann man mit hochfahren. Hier Wasserding. Da ist noch die Pike. Das Gewicht. Dann unser Hänger. Schöne Krone. Dann habe ich mir hier eine Halle hin platziert. Es passte gerade so, ist nicht so schön. Da haben wir die Vicon Ballenpresse. Die Rundballenpresse. Da freue ich mich schon drauf, die auszuprobieren. Mit dem Endlospressen. Hier haben wir die zwei Glasmähwerke. Ich finde, die sind passend, weil wir haben auch nicht so einen großen Trecker. Dann habe ich den Feller Wurmschwader mal dazu genommen. Den wollte ich mal ausprobieren. Der passt hier, glaube ich, ganz gut hin. Ja, da steht unser Güllebomber, ne? Den haben wir natürlich. Ohne Güllebomber geht's ja nicht. Hier ist unser kleiner Kuhstall. Den werden wir dann mit der Zeit hier mal einrichten. Der ist ja richtig schön gemacht. Hier oben ist nur ein Strohboden. Da können wir Stroh und Heu und alles einlagern. Weil viel Platz haben wir ja hier nicht auf dem Hof. Ja, und das sind hier die Maschinen, die wir jetzt so am Hof haben. Ja, die andere Maschine zeige ich euch gleich noch. Flächenmäßig habe ich mich dazu entschieden. Wir haben hier die Flächen 29, 31, 30, 32, 40 und 41. Dann haben wir hier 91, 93 und 94. 98, 87, 120, 85. Und hier hinten noch die zwei. Also ich denke, das sind genug Flächen. Wir spielen ja wie immer in Seasons. Und ich glaube, da haben wir jetzt schon genug zu tun. Ich habe 6 Tage pro Saison eingestellt. Ich denke, da werden wir dann hoffentlich mit klarkommen, weil hier habe ich das anders gemacht. Ich habe alles an, bis auf Fruchtzerstörung, weil das finde ich doof. Das ist doof gemacht. Wir haben hier Flügen notwendig an, Kalken, Unkraut habe ich auch mit reingenommen. Und das werden wir dann halt mal so spielen. Und im Lager, wie man sieht, Ebbe. Aber diese Map ist auch schon Forest Extension vorbereitet, also wir haben genug zu tun. Und das Schöne, finde ich, ist vom Castor dieses Sägewerk hier. Also wir können hier im Winter mal Holz machen. Können wir gerade mal gucken, ob wir da hinkommen. Natürlich nicht. Das zeige ich euch dann im Laufe des Let's Plays. Hier ist das Sägewerk. Wir werden hier Kühe machen. Und ich denke, wir werden uns hier irgendwo einen Schafstall hinstellen und werden auf dieser Karte mal Schafe machen im Seasons, weil ich finde, das ist mal eine tolle Sache.
Ja, das ist erstmal so weit, dass wir müssen ja jetzt pflügen und kalken. Wie heißt es? Ich hatte leider mal ohne euch ein Feld gepflügt, hier die 85. Ich musste den Pflug einfach mal ausprobieren. Wie wir sehen, die 120 muss gepflügt werden, die 87, die 94, die beiden Ecken hier hinten. Und wenn wir das Pflügen ausmachen, wir müssen auch jede Menge kalken. Also hier gibt es erstmal eine Menge zu tun, ne? Und deswegen wollen wir nicht lange weiterschnacken. Wir machen weiter. Und hier ist unser Zugtier. Wer kennt ihn nicht? Den 681 von Sibbers. Dafür habe ich mich entschlossen. Ich habe mir gedacht, wir nehmen einen großen Trecker mit dabei. Weil man braucht ihn doch. Weil wir spielen hier mit Rea, mit RMT, mit Season und Forder Extension. Also ich denke, wir haben schon genug Skripte drinne. Deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt mal, ne? Also, Feuer frei. Flug runter. Und Gas. Ja, Flügen habe ich euch noch nicht gezeigt. Aber das kriegen wir jetzt so langsam mal hin. Was ich cool finde, ist auf dieser Map, hier sind sehr viele Bodenwinkel verbaut. Das finde ich ja schon mal genial. Und dieser Flug. Ist der nicht genial mit dem Packer? Da kriegst du wieder richtig Lust zu pflügen, ne? Also das macht ja schon mal wieder Spaß, mit so einem Pflug zu spielen. Das ist ein 5-Schar-Querneland. Mit Packer. Werden wir gleich sehen, wenn wir oben sind. Aber ich glaube, ich muss nachher mal wieder das Rad anmachen. Ich kenne die ganzen Begriffe noch nicht wieder. Ich versuche mal in diesem Let's Play so gut wie es geht ohne Rad zu spielen. Aber ich glaube, ganz kriege ich das nicht hin, weil ich einfach nicht die Anzeigen im Schlepper habe und halt gewisse Sachen mir noch einblenden muss, damit ich das sehe. Das ist nun mal so. Wir haben hier auch noch ein Silo. Da haben wir auch eine Fläche bei. Also außerhalb ein Silo. Und dann werden wir mal gucken, ob wir uns irgendwo ein, zwei so kleine Silos immer hinsetzen, wo wir dann noch Silage mitmachen können und. Weil ich möchte nicht alles in Ballen machen. Hier stand mal irgendwas. Habe ich wahrscheinlich nicht installiert. Muss da nochmal nachgucken. Treffen tue ich auch noch nicht alles. Ja, und dann das meiste an Maschinen haben wir schon. Ein paar Sachen fehlen noch, wie Mähdrescher und Miststreuer und Grubber. Das hatte ich noch nicht besorgt, aber das kriegen wir noch im Laufe des Spiels hin. So, dann klappen wir den Grubber aus, den Packer aus. Und weiter geht er, ne? Machen wir schön runter. Vom Spielstil her werde ich euch, denke ich mal, so gut wie bei allen Sachen mitnehmen, egal was passiert. Es wird auch mehres Doppel kommen, weil es wird ja ein Let's Play. Und da werde ich eigentlich so gut wie alles mit euch machen. Also wird es auch mal sein, dass ihr mehrere Folgen ein und das gleiche seht, oder wenn es zu langweilig wird, versuche ich das off-camera fertig zu machen, aber sonst ist das hier in diesem Spielstand geplant, dass ihr eigentlich so gut wie bei allen dabei seid. Und versuche es, dass dienstags, Freitag, Samstag und Sonntag eine Folge davon kommen wird. Mal gucken, wie ich das hinkriege. Mit Arbeiten und Haus und Garten und was sonst noch alles so ist. Weil die Holzer-Map soll natürlich nicht wegfallen. Da freue ich mich schon drauf. Die wird bleiben und die kommt montags, mittwochs und freitags. Und ich denke, diese Folgen werde ich gegen 12 hochladen. Dass wir da so ziemlich dann hinkommen. Ja, so ist erstmal der Plan. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich
würde mich freuen, wenn ihr einfach mal in die Kommentare schreibt, was ihr da so von haltet. Und damit ich Bescheid weiß. Ich werde erstmal ein, zwei Folgen vorproduzieren. Und dann werde ich mal auf die Kommentare abwarten. Ne? Ich versuche einigermaßen realistisch zu spielen in diesem Spielspann. Immer klappt das auch nicht. Und man darf ja auch nicht bedenken, noch ist es immerhin ein Spiel. Ne? Und nicht die Realität. Aber sonst, ich finde der 681, der zieht den Fünfscher echt gut. Da kann man nicht meckern. Und dieser Flug, ich finde den genial. Das ganze Pack ist einfach genial, ey. Also mal ein dickes Lob an Giants. Was ihr da rausgehauen habt, ey. Hammerhart. Oder was haltet ihr davon? Habt ihr euch das auch schon geholt? Spielt ihr damit? Ich finde das genial, das Pack. Das musste ich einfach haben. Ich weiß, es ist eine Menge Geld, aber ich finde, es lohnt sich allein schon wegen dem Flug, wegen der Presse, wegen dem Heuwender. Also echt genial. Ja. Der hatte, glaube ich, auch ein Update. Der hat Riffelbleche jetzt hier drinne. Und ich habe in diesem Trecker extra keine RMT mitgenommen. Weil der hat ja diese Lastschaltstufen und der hat ja den Sound von den Lastschaltstufen. Und deswegen habe ich mir gedacht, fahren wir diesen Trecker ohne RMT. Die Eicher haben beide Gangschaltung, also RMT. Und die werden auch viel zum Einsatz kommen. Ja, und dann werden wir uns jetzt hier langsam hocharbeiten, ne? Kühe, Schafe. Und dann wollen wir mal gucken, wo uns die Reise so hinbringt. Also ich hab Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte erst gedacht, ich weiß nicht, Stappenbach. Ich hatte sie mir im 17er angeguckt, da hat sie mir nicht so gefallen. Aber diese Feature, die jetzt hier dabei rausgekommen sind bei dieser Map, die finde ich ja schon genial. Ne? Mit diesen Höfen, die man da selber bauen kann. Und dass man da vorher forsten muss. Also ich finde schon echt genial gemacht diesmal. Also Hammer, LS Mode Company. Also da auch mal ein dickes Lob an die Jungs, was die da machen. Ne? Respekt. Ich kann es leider nicht. Ja, und dann werde ich mal hier so ein bisschen meine Bahn ziehen jetzt. Dass wir hier vorankommen. Weil ein bisschen was zu tun ist hier noch. Wie wir dann drillen? Ich habe noch keine Ahnung. Wir brauchen was, was Stroh macht. Wir brauchen einen Möhrenacker. Wir brauchen Klee. Wir brauchen Luzerne. Wir brauchen Ackergras. Also. Hier ist viel Arbeit. Ich hoffe, wir kommen mit 6 Tagen hin. Wegen Flügen und allem. Aber das wird sich zeigen, ne? Also werde ich jetzt ein, zwei Folgen noch für diese Woche aufnehmen, für nächste Woche auch. Und dann warte ich mal auf die Kommentare ab, wie es euch gefällt und ob ihr da Bock drauf habt. Ich hoffe, es gibt eine rege Beteiligung diesmal. Also ich würde mich freuen. Ich lese gerne mal einen Kommentar. Ich werde auch antworten. So. Schön Schlepper. So, Freunde. Dann würde ich mal sagen, dann war es das für diese Folge. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder beim Pflügen. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ein Däumchen würde mich freuen. Ein Abo, wenn es euch gefällt und ihr nichts mehr verpassen wollt, wäre echt super. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.